Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Until Dawn. In der letzten Folge sind wir in Kapitel 3 gestartet mit Abigail. Und wir sind jetzt hier im Wald und wir haben uns ein bisschen verlaufen, habe ich das Gefühl. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo es lang geht. Eigentlich würde ich ungern geradeaus durchlaufen, sondern einfach wieder zurückgehen. Weil hier ist ja wieder, guck mal, den Zaun, den kennen wir. Da waren wir mit Nick. Das heißt, wir müssen einfach nur hier wieder zurück und da hinten hoch. Ist doch nicht so schwer, oder? Also wir kennen uns ja hier aus. Oh, oh. Okay. Wir kennen uns ja hier aus. So, wir haben nicht alle Karten bisher gefunden. Das heißt, uns fehlen Informationen. Wir gucken mal, was wird... Was? Oh, oh. Oh nein. Oh, oh. Müssen wir doch da lang gehen? Ich habe keine Ahnung, wo wir lang gehen sollen. Ich dachte, ich wüsste, wo ich bin. Und jetzt weiß ich es offenbar doch nicht. Mann. Okay. Dann laufen wir einfach mal rum. Wird schon. Karte! Der Turm. Okay, wir haben wieder mal eine Karte. Mal schauen, was die uns dann demnächst sagen kann, diese Karte. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Hier sind wir mit Nick lang gegangen. Ich erinnere mich sehr gut daran. Oh oh. Was? Oh Gott sei Dank. Ja! Antworte! Ja! Nick! Abby? Oh. Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Ach, wunderbar. Hey. Das war richtig. Sehr schön. Hey. Hi. Du bist weggerannt. Ja, aus gutem Grund, Nick. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Och, Mann. Abby. Wir sind mal ehrlich, glaube ich. Ich glaube, ich möchte ehrlich zu Nick sein. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Direkt. Oder? Sind wir mal... Oder? Ha, hu, was möchte ich sein? Was möchte ich sein? Wir sind direkt. Schätze, Emma steht wohl schon länger auf dich, was? Was? Nein, nein, nicht doch. Sie wollte Jacob eifersüchtig machen. Ich habe einfach mitgespielt. Hat dir scheinbar ganz gut gefallen. Ich wollte Emma nur mit Jacob helfen. Das war alles. Hm. Nee, ich glaube, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir ihn küssen sollten. Ich meine, Emma hängt noch an seinen Lippen dran quasi. Das ist bisschen früh. Ich glaube nicht, dass Emma hinter der Sache steckt. Soll sich erstmal die Zähne putzen. Tja, Caitlin. Oder alle, vielleicht. Vor allem Caitlin. Ist ihr Stil. Hm. Das Spiel ist ganz schön dämlich, oder? Ja, schon. Ich will halt nicht abweisend sein. Ich meine, noch schreiben wir Nick ja mal nicht ab. Ich weiß nicht. Vielleicht zeigt es unsere echten Gefühle. Oder es macht uns zu Statisten bei dem Blödsinn, den Jacob und Emma da so am Laufen haben. Oder das, ja. Und du empfindest etwas für sie? Nein, ich hab... Ich meine nur, das ist alles dämlich, weißt du? Weißt du noch am zweiten oder dritten Tag, als wir unsere Gruppen zum Inselseilkurs bringen sollten? Da lernten wir uns kennen. Oh. Mhm.
Nick Kemper, der ein kleines Missgeschick auf dem Kurs hatte? Ja, das war ihm so peinlich. Er dachte, er stirbt gleich. Oh no. Ich muss den sauber machen, bevor es noch jemand mitkriegt. Also, außer dir, meine ich. Danke, dass du nichts gesagt hast. Da haben wir uns nicht zum ersten Mal gesehen. Sondern bei der Orientierung. Am ersten Tag. Wirklich? Da waren eine Million Leute. Aber ehrlich gesagt, du hast dich scheiße benommen. Was hat er gemacht? Ich sagte hi und du hast mich kaum wahrgenommen. Shit. Tut mir leid. Die meisten Betreuer machen Camper-Witzchen. Sie verarschen sie und so. Jacob macht das. Und Emma irgendwie auch. Du nicht? Ich war auch mal so. Bin nicht stolz auf manche Sachen. Ich finde das Gespräch irgendwie gerade verwirrend. Ich weiß nicht, worauf dieses Gespräch hinausläuft. Wir sind mal verständnisvoll. Oder? Ja, komm. Wir sind mal schnell. Jeder macht doch mal Fehler. Aber wie du dich beim Seilkurs verhalten hast, da wusste ich's. Was denn? Dass ich dich küssen will. Oh, jetzt sagt sie's. Hab ich nicht mitgekriegt. Oh. Damals nicht. Ich bin nicht so gut darin, Emotionen auszudrücken, aber das war echt nett. Und jetzt sage ich, dass ich dich auch leiden kann, oder sowas. Oh oh. Oh oh. Oh nein. Sollten wir gehen? Bitte? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe Angst. Geht einfach da weg. Lauft nach Hause. Okay, es läuft weg. Gott, Gott. Können wir bitte Händchen halten? Nein? Okay. Okay, wir gehen einfach. Wunderbar. Oder doch nicht. Oh Mist, da passiert doch was. Mist. Ich dachte, jetzt bin ich fein raus. Nick, du beschützt mich, oder? Das klingt nicht wie eine Barre, ja. Bache. Was laber ich? Da spricht die Nervosität. Zu flott. Zu flott. Okay. Oh, lauf. Lauf, Abby, lauf. Nein, lauf. Oh Gott, er läuft einfach weg. Kannst du bitte Abby beschützen? Was? Was? Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte gar nichts machen. Ich konnte gar nichts machen. Nick. Nick, oh mein Gott. Nimm ihn mit. Ah! Scheiße. Nein, kann ich was tun? Lass mich doch irgendwas tun. Was? Oh Gott, Abby läuft. Lass doch Nick jetzt nicht liegen. Was? Drücken hoch. Oh. Jetzt lässt sie Nick liegen. Wir rennen. Oh, was? Ach so, drücken. Drücken, okay. Die erklären einem auch nicht, was man tun muss, ne? Man muss echt raten. Okay, wir müssen uns wieder entscheiden, oder? Oh Gott. Nee, wir klettern nicht. Das Ding kann 100 pro klettern. Das wird nix. Baumklettern ist Quatsch. Lauf. Oh, bitte schaff's raus. Oh Mann. Lauf weiter, Abby, bitte. Jetzt versteckt sie sich. Oh, scheiße. Okay, jetzt versteckt sie sich. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich die Luft anhalten oder so. Was ist das? Okay. Was ist das? Ist das ein Wendigo wieder? Ich habe keine Ahnung.
Komm, halt an, du schaffst es. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Oh Gott. Okay. Okay. Ich hoffe, das war's. Lauf, 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 lauf. Ja, was ist jetzt mit Nick? Hab ich verkackt bei Nick? Erst war dieses Gespräch so komisch. Und dann war alles komisch. Witziges Game. Okay. Wir sind bei Jake, ne? Hab ich das richtig gesehen? Ja. Oh, der ist traurig. Alle sind traurig. Du schaffst es, Jake. Du kommst drüber hinweg. Ich glaub an dich. Du brauchst so jemand nicht. Da hat er was gehört. Und es ist ihm egal. Okay. Ach, wen haben wir denn da? Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich glaube nicht. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Das ist meins. Tja, Pech. Ist Finderlohn. Morgen hole ich es mir wieder. Emma ist gut jetzt. Sie hat so viele Gefühle heute verletzt. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Nein, Jake, nein. Nein, sei stark. Don't do it. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß. Nein. Oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Jake, sei stark. Nein. Okay. Ah, das geht doch alles nicht gut aus. Oh, 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 da unten ist wer? Ach du Kacke, wer ist das? Soll mir das was sagen? Wer ist das? Kannte ich die Person? Ach ja, da ist unser Autoteil. Bewahr das gut auf, Jake. So. Jake will jetzt Handtücher holen. Können wir hier nochmal zurück? Können wir auch sagen, nein, hol selber? Gefunden? Nein. Dann wirst du wohl ziemlich kalt und schrumpelig werden. Du musst mir Zeit geben. Guck doch oben. Ich weiß nicht, ob man hier unbedingt Handtücher findet, wenn ja eigentlich gedacht war, dass alle schon abgereist sind. Träumt man dann sowas nicht eigentlich irgendwie weg?
würde ich jetzt mal davon ausgehen. Aber gut, wir gucken einfach mal. Auch wenn ich nicht möchte. Ich weigere mich eigentlich. Wir gehen nochmal kurz in die andere Richtung, bevor wir hochgehen. Was haben wir hier? Eine Zeitung. Hm. Das ist nicht... Oh. Aha. Okay. Ein recht aktueller Zeitungsartikel über zwei Personen, die beim Wandern in diesen Wäldern verschollen sind. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gelten sie noch als vermisst. Okay. Ja, ja. Haben wir den gerade gesehen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. War das in der Nähe? Huh. Dass sie das nicht mitbekommen haben, dass da jemand vermisst wird. Was ist das eigentlich hier für ein Schild im Wasser? Ist das wichtig? No swimming without supervision. Mhm. Haben wir Supervision? Ich weiß nicht. So, dann schauen wir uns hier nochmal um. Da liegt doch irgendwas. Ich sehe das doch. Komm ich daran? Wieder, ach nee, ist nur wieder so eine Spinnentüte. Die will ich nicht anfassen. Die sind gemein. Dann noch. Die lassen alle ihren Dreck liegen. Warum lassen alle ihren Dreck liegen? Was haben wir hier? Check it und Zack it. Huh. Check. Oh, Check it ist wohl Mr. H, Chris Hackett. Aha, okay. Wer zur Hölle ist Zack it? Das wissen wir nicht. Ein verblasstes Campfoto aus den 1970er Jahren. Anhand der aufgedruckten Namen scheinen die zwei, scheinen die zwei Jungen zur Hackett-Familie zu gehören. Hackett. Wahrscheinlich dann Bruder? Hat Mr. H. einen Bruder? Keine Ahnung. So, dann gehen wir nach oben. Ganz gediegen, ganz gemütlich. Die Emma, die wartet bestimmt gerne auf uns. So, was haben wir hier? Ganz viel Zettelei. Und eine Tafel. Okay. Dann können wir hier was gucken. Ja. Gott verdammt. Da ist nichts, ne? Towels, keine drin. Null Handtücher. Nein. Nicht ein einziges. Hä? Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob. Wieso sind wir jetzt der Arsch? Emma, ich mag dich nicht. Oh. Was sollen diese Zahlen? Das sind Daten. Kann ich mir nicht angucken, ja? Einfach Daten, die ich mir nicht ansehen kann. So, was haben wir hier? Ein Fernglas. Magst du da mal durchgucken? Sehen wir da was Schönes? Was Interessantes vielleicht? Keine Ahnung, worauf ich achten muss. Komm ganz schön. Oh, was? 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 Wieso? Was ist denn da? Ah! Da ist wieder Licht. Wow. Ist da jemand? Da war doch wieder Licht, ne? Einfach. Das heißt dann wohl, bestimmt ist alles gut. Denkst du das, Jacob? Ich weiß ja nicht. Mich verwirrt das Spiel gerade einfach nur sehr. Ich verstehe die Gespräche alle nicht. Die verhalten sich alle irgendwie ganz mech. Weiß nicht. So, dann gehen wir zurück zu Emma und gucken mal. Oh. Da hat sie sich anscheinend schon ausgezogen. Aber es gibt keine Handtücher. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns, Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie meine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Ja, finde ich auch. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rette. Ach, sie spielt doch nur. Ich würde am liebsten wirklich beleidigt bleiben. Ich möchte beleidigt sein dürfen. Das war nicht cool, was sie gemacht hat. Sie hat das halt extra gemacht. Sie hat provoziert. Das war Absicht. Und ich weiß nicht mal, warum sie das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Nö. Ich bin beleidigt. Wieso fragst du nicht Nick? Der würde dich sicher gerne retten. Ich ignoriere dich.
Jetzt wissen wir nur nicht, wie lange sie die Luft anhalten kann, ne? Erwischt! Was soll das, Mann? Das ist gut. Soll sie doch gelangweilt sein. Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar. Wenn die wüssten, was unter ihnen ist, ne? Wir spritzen, ja. Attacke! So ein See ist gefährlich. Blöd, Mann. Ach wirklich, auf einmal. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich will nicht, dass Schluss ist. Ich würde den ganzen Sommer bleiben, aber ich glaube, da werden wir schrumpelig. Nein, du weißt, was ich meine. Ich meine das. Jacob, ich hatte einen tollen Sommer mit dir. Es muss doch nicht nur der Sommer sein. Jacob. Okay, gut. Wie wär's damit? Wenn ich hier einen Backflip machen kann, dann darf ich dich besuchen, okay? Wie wär's damit? Hey! Jetzt schwimmt sie weg, oder was? Wo willst du hin? Komm schon! Ich verstehe die Leute alle doch nicht. Ich verstehe die nicht. Oh, oh. Jetzt hat der Abby gehört, ne? Das war Abby. Oh, 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 Jake. Shit, der Verteidiger. Oh, na, oh Gott, nein. Das darf jetzt verdammt nicht wahr sein. Nein! Ich habe keine Ahnung. Das war richtig dumm, glaube ich. Ich glaube, das war richtig dumm. Ich glaube, das war richtig dumm. Jacob? Ach, Arsch. Was passiert jetzt? Oh, das war so dumm, glaube ich. Oder kriegt er... Oh Gott. Das ist so doof, nach diesem Verteiler zu tauchen. Als ob er den findet. Oh, Kacke! Nein, nein, oh, mach doch nicht... Oh Gott. Oh, das war so doof. Oh, das war so doof. Hat er sich wehgetan jetzt? Da, da, da ist er, siehst du ihn? Du musst hin. Damit ihr wegkommt. Greif den. Den siehst du nur einmal. Oh shit, da ist... Oh Gott. Oh, er hat ihn. Er hat ihn. Und jetzt hoch mit dir. Hoch mit dir. Oh Gott, oh Gott. Er hat's nicht gesehen, ne? Doch, er hat's gesehen. Oh, okay, wir gucken kurz. Eine aufgedunsene, verwesende Leiche, die am Grund des Sees festgekettet ist. Okay, das haben wir schon so erkannt. Okay, schnell. Nein, 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 nein. Entwirren, entwirren, entwirren es. Komm schon, du schaffst es. Du schaffst es. Du schaffst es. Bitte, bitte, Jake. Bitte, Jake. Oh Gott, ich mach Sachen. Okay, okay, hoch. Oh Gott, er lebt noch. Er lebt noch. Hast du den Verteiler? Bitte heb deine Hand aus dem Wasser und zeig mir den Verteiler. Scheiße. Ja, genau das. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Das fühlt sich alles nicht richtig an. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wir sind bei Ryan. Okay, wir sind bei der Feuerstelle wieder. Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Ja. Du teuflisches Genie. Ich find's trotzdem Wer kacke. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht, Nick hat eine Bestie in sich. Wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen. Ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt.
Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt. Okay, Dylan, sagst du... Okay, wow, reagiert. Das klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Los! Wo kam das her? Von da. Kommt. Okay, was ist... Warum? Abby! Hilfe! Bitte! Helft ihm! Besorgt. Wo ist Nick? Rede! Bitte, geh Abby! Hin, Nick. Geh! Ja, gut. Okay, ich mach das. Okay, mach das. Ich glaube zwar, Caitlin schießt besser, aber ich weiß nicht. Die Schrotflinte hat eine Mordstreuung. Pass gut auf. Ich weiß nicht, oh Gott. Ich werde so, oh Gott. Was tue ich hier? Lasst mich doch keine Entscheidungen treffen, bitte. Oh. Ich bin gar nicht gut heute darin. Oder generell. Okay, helf Nick. Du schaffst es. Wir schaffen das. Wir müssen schießen wahrscheinlich. Oh Gott. Weg. Wir gehen immer sicher. Immer. Runter. Gut. Okay. Da. Ja. Vorsicht. Ich dachte, die alten Männer hätten geschossen. Jetzt sagt mir nicht, dass ich das war und das jetzt hier machen muss. Wir folgen dem Weg, bitte. Mach weiter. Wir gehen immer auf Nummer sicher. Ah! Ah! Mann! Mach mich schnell fertig. Mach mich doch... Oh nein. Oh Gott, Kacke, nein. Jetzt humpelt er. Hoch. Das lief richtig nicht gut. Nee. Woher weiß er, wo er hin muss? Oh nein, Nick lebt noch. Er lebt noch. Bitte. Okay, warte. Oh ja, das war einer von denen. Greift er den am Hals? Was? Schreien? Ja? Hey! Lass die Pfoten von ihm! Stopp! Sonst knallt! Sieht er gefährlich aus? Nein! Ich trau mich nicht! Ich treff doch Nick, wenn ich das mach. Sie hat gesagt, ich soll auf die Streuung aufpassen. Oh, er erfreut sich. Ist es gut oder schlecht? Wieso trägt er ihn so? Das ist alles falsch! Was ist passiert? Oh, Scheiße! Lauf! Was? Oh. Müssen wir uns Gedanken um Nick machen? Heilige Scheiße, Alter! Ich muss weg. Ja, schnell! Kannst du gehen? Ja, nimm ihn mit. Wir müssen weg. Los jetzt. Komm zurück ans Feuer. Okay, er hat sich jetzt wegen Nick den Finger abgeschossen. Das heißt... Oh. Läuft das anders als bei den Wendigos? Oh Mann. Okay, wir sind wieder bei Jacob. Oh Gott. Wo ist jetzt eigentlich Emma? Und wo rennt er hin? Ich verstehe es nicht. Scheiße. Ich bin total verwirrt. Da wartet ein halbnacktes Mädchen auf dir, Jacob. Was machst du hier? Ja, genau. Was machst du hier? Sag doch mal. Wieso rennst du da auf einmal rum? Ich meine, du hast eine Leiche gesehen, ja, aber... Ich meine, Emma war immer noch in dem See, wo die Leiche drin war. Da hätte ich anders reagiert, glaube ich. Oh, Mist. Oh, Jacob, nicht du auch noch. Oh, Schwein.
Es ist ein Schwein. Es ist eine Bache. So, diesmal habe ich es richtig gesagt. Oh Mann. Ganz vorsichtig, Jake. Nein, wir rufen nicht. Ich weiß nicht, wie das ist mit Bachen. Wir lassen's mal. Wobei, vielleicht würde man eine Bache verschrecken. Jetzt ruft er trotzdem. Ah! Das ist nicht gut. Ja, drücken. Oh, komm schon, drück. Ich drück halt um mein Leben gerade. Nein, ich drück. Oh Gott. Hol dich runter, du schaffst es. Shit. Oh, da ist wer. Er ist es. Wie kommt er jetzt so schnell hierher? Nicht doch. Lass mich bitte runter. Bitte, Mann, lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Lässt er mich runter? Ich glaube, die wollen mich gar nicht. Ich glaube, wir sind nur echt hart im Weg bei dem, was sie tun. Okay, wunderbar. Wir sind unten. Fick dich doch. Oh, Jake. Reiß dich zusammen jetzt mal. Was tut er jetzt? Was wird das? Psst, still. Oh, er kann reden. Nee, nein. Nein. Wir sind mal nett. Ich habe das Gefühl, der weiß, was er tut. Augen. Ja. Was soll denn das? Stopp. Er weiß, was er tut. Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Ist das wie so eine Tarnung? Wo bist du jetzt hin, Kleine? Okay, die jagen auf jeden Fall irgendwas. Und es ist halt echt schlecht, dass wir noch da sind und da jetzt überall mit rumrennen. Aber gut, ich glaube, Jake ist sicher. Oh, da ist das Schweinchen. Okay, ich glaube, Jake ist jetzt... Der ist jetzt geschützt wahrscheinlich. Okay, wir sind wieder hier. Sehr schön. Lief doch gut. Lief das gut? Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Schub es hierher. Also, zeig. Was hast du? Ich habe zwei Karten, Turm und Stern. Es ist der Stern. Oh. Was erzählst du mir über den Stern? Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit und Gewissheit vielleicht. Okay, dann haben wir den Turm. Der Turm. Was denn? Mit dem Turm? Stutz deinen Sorgen davon. Okay. Kampf oder Flucht? Diese Frage stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf. Und stirb nicht. Das hilft halt alles auch gar nicht, ne? Das ist nicht hilfreich. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Ja gut, zeig mir mal mehr, bitte. Wir wollen mehr sehen. Ja, gut. Aber okay. Ich kann dir nur Einblick geben in eine mögliche Zukunft. Das ist auch nicht sehr hilfreich. Such aus. Ich nehme den Turm, glaube ich. Wir nehmen mal den Turm. Keine Ahnung. Hilft mir das? Nein! Es hilft mir gar nicht. Machen Danke. Wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Dankeschön. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Schön, dass sie Freude hat. Ich mache einfach weiter wie immer. Ich versuche, die besten Entscheidungen zu treffen. Kapitel 3 ist vorbei.
Es war so schrecklich. Ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Oh, gute Idee. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Gute Idee. Oh, da ist Nick. Okay, wir haben ihn hergebracht. Sieht nicht gut aus. Nick. Hey, Kumpel. Kannst du mir sagen, was die gemacht haben? Gemacht? Er ist voll daneben. Ja. Der Jäger. Stimmt. Ja. Da war ein Typ. Und... noch was anderes. So eine Art Tier. Was ist denn für ein Tier? Nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Er ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Aber Abby hat's auch gesehen. Echt riesig und sauer. Hab ich denn... Ist Abby... Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Grauen und... Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Wer hätte ihn zermalmt? Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja. Ist Druck nicht immer was Gutes? Sorry, Mann. Ich hab keine Ahnung. Druck, um die Blutung zu stoppen? Kennt man so, oder? Wir drücken. Ich drücke ohne Ende. Okay. Schon okay. Ist okay. Tut das weh. Es wird noch eine Weile wehtun, glaube ich. Ach, Jake. Was hast du nur getan? Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Okay. Was? Ja, ich bin dafür. Er hat recht. Ich weiß, ja. Wieso sollten wir? Ist auch nicht, dieses schwarze Zeug. Er reagiert was, super. Was glaubst du, was es ist? Nichts Gutes. Sieht aus wie ein Doktor. Aber schwarz ist eigentlich eine Nekrose, ne? Oder so heißt es. Nekrotisches Gewebe nicht gut. Nicht gut. Ich schieße auf nichts, was ich nicht sehe. Nein, rufen. Wir können rufen. Oder? Oder nicht? Oh Gott. Hey. Haben wir jetzt was hergelockt? Ich hab die Knarre und kann damit umgehen. Glaub ich. Ryan, wenn's Jacob oder ja, er eben. Sieht. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. Erst wenn ich was sehe. Erst wenn ich. Wir können gucken. Ich sehe aber gar nichts. Wir sehen nichts. Ich sehe nichts. Nee. War vermutlich gar nichts. Ja, doch schon, ja. Bestimmt. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Hä? Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Mhm. Oh. Nein, ich gucke. Ich sehe nichts. Doch, da. Es ist Haut. Nicht schießen. Tu's nicht. Oh Gott sei Dank. Ich will euch retten. Oh, okay. Oh, Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh fuck, ja, natürlich. Was ist passiert? Aber was ist dir passiert? Gut, okay. Ich hab ja gesagt, ich hab Abby schreien hören. Dann rannte ich her, so schnell wie ich konnte. Vom See aus? Ja, dann bin ich plötzlich in dieses Ding, in diese Falle getreten, so wie Jäger sie nutzen. Jäger? Ich hab doch gesagt, Jäger. Das Ding hat sich um mein Bein gezogen und dann den halben Baum hoch. Zack! Ich häng da also, halbnackt. Und dieser Typ
kommt mit so einer scheiß Machete auf mich zu. Starrt mir direkt ins Gesicht. Aber ich habe ihm eine Lektion erteilt und mich dann verpisst. Gut, wir müssen Abby und Nick zurück zur Lodge bringen. Jetzt sofort. Ganz genau. Bist du voll mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein, ich... Wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Ja, okay. Ja, nein, das ist echt krank. Okay, die sind alle komisch gerade. Mann, konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen. Ich habe im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein. Einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen und klar eine Leiche, Blödmann. Aber klar doch, Jacob. Nein, im Ernst, das stimmt. Das war vermutlich einer der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Da stimmt was nicht. Das war aber nicht Max, oder? Ich bin so verwirrt. Ich muss Emma holen. Ja. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Oh, jetzt hört auf. Oh Gott, lass... Nein. Nein. Hört auf, lass los. Sei schlauer, bitte. Lass einfach los. Ja. Blöder Sack. Na, oh! Ausweichen. Oh, gut. Gut, gut. Hört jetzt auf. Das bringt nichts. Der Scheiße. Ja. Und ihr Kasper drum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan. Sorry. Das ist Bullshit. Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Okay. Keine Ahnung. Wir lassen die mal machen. Zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Naja, tragen? Idee. Okay. Oder eine Schubskarre nehmen, das natürlich auch. Das ist eine gute Idee. Okay, wir sind bei Emma. Ihr geht's noch gut. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay. Was tut sie? Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Na gut, dann gehen wir zum Baumhaus. Das war der Ort, wo Licht gebrannt hat, oder? Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn... Könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde. Obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Intika, Freunde. Okay, auf zum Baumhaus. Sehr schön. Gut, dann sind wir wieder im Spiel angekommen. Dann würde ich sagen, war es das aber für diese Folge. Ich danke allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.